So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute am Samstag, wo ich leider arbeiten muss. Also bedeutet erstmal Livestream auf jeden Fall etwas später. Aber wird definitiv kommen. Mal gucken, was wir dann machen, weil suchen und zerstören haben wir jetzt soweit alles durch. Müssen wir dann einfach mal gucken. Aber bevor wir in den Shop gehen, erstmal ein großes Dankeschön an Moonlight und Kamikaze Night. Erstmal danke für eure Donations gestern. Den Zweikampf war recht amüsant, sagen wir mal so. So, dann auch an euch zwei halt, wie gesagt, Grüße gehen auf jeden Fall aus. So, dann, was haben wir hier zurzeit? Ja, der Liebesranger ist da. Sehr schön, da gehst du woanders hin. Dann hier, Liebe und Krieg Community Creator Wettstreit. Trittet dem Team bei eines Influencers und mischt bla bla bla. Am besten geht ihr dazu einfach geht auf Google. Geht dann auf, oder bei Twitter, egal wo, guckt bei den Creator nach und tretet dem Team noch bei. Also bei Standardskill war gestern definitiv schon voll. Ich habe es dann gerade noch so geschafft, bei Standplay reinzukommen. Ob man da wirklich was gewinnen kann, ganz ehrlich, das werden wir dann sehen. Weil ich glaube da nicht wirklich dran. Das Problem ist, man kann da auch nicht wirklich nachgucken, wie, was, wo. Aber wir gucken dann einfach mal. So, genaue Informationen kommen aber noch. Das ist einfach nur ein Event, wo du den Influencer helfen kannst, indem du Kills machst, Siege machst, Spielzeit etc. pp. So, dann gehen wir mal direkt rein in den Shop und was sehen wir? Genau. Nichts Besonderes in meinen Augen. Warum mache ich meine Maus nicht mit? Ah doch. So. Natürlich Harley Quinn Paket, immer noch da. Ich bin ganz überlegen, ob ich mir einen Baseballschläger holen soll, beziehungsweise halt beide dann. Also den Skin bereue ich auf jeden Fall schon mal nicht. So, da kann ich wirklich nur sagen, da könnt ihr ruhig zugreifen. Ich muss gerade mal gucken, habe ich jetzt gestern geschafft, den Dings zu holen, den zweiten. Ah ne, da fehlt noch was. Warte, komm, gucken, was? Ah, na gut, das werden wir ja easy noch hinkriegen. Einmal unter den besten 10 sein, das werden wir definitiv schaffen. So, machen wir weiter im Shop. Also, die Aufgaben sind ziemlich einfach. So, wir müssen einmal Pickaxen, das auf jeden Fall, das weiß ich noch. Dann müsst ihr, ich glaube, unter die besten 15 kommen einmal. Und dann halt jetzt unter die besten 10, aber ich denke mal, das werden wir easy hinkriegen. Nicht so wie ich muss mich umquälen. Kappa. So, wen haben wir noch heute drin? Den Liebesranger, der ganz normale. So sieht der eigentlich aus, wenn er nicht gerade durch die Hölle gegangen ist. Aber wie gesagt, das ist ja das, was ich gestern schon gesagt habe, auch in dem anderen Video. 2000 V-Bucks. So haben wir für die 20 Euro 2000 V-Bucks und die dunkle Variante noch dazu. Deshalb sage ich ja, man gewinnt eigentlich auf jeden Fall, aber muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber trotzdem danke an jeden, der sich das Paket trotzdem noch gekauft hat. Zum Beispiel, ich glaube, Moonlight war es. Ja, ich glaube, Moonlight war es. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Support dann. So, dann haben wir noch die Tattoo-Hacke. Warum die so matschig ist, frage ich mich wirklich. Ich habe gar keinen Grund, so viel Matsch. So ein Tattoo-Hacke. Aber man sagt ja immer, bei Liebe da, da ist immer Randale. So, dann haben wir noch Nacht. Ne, Nacht. Ah ja. Aber wisst ihr, wenn nur mit Maske, weil die Maske hier sieht aus wie so ein richtiger Horrorfilm, ey. So typisch die Haare noch verwaschen und. Nee. Dann haben wir hier noch das passende Rückenaccessoire, natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich so mal grob alles durchgeguckt habe, ich glaube, der Shop hier ist echt nicht so besonders. Außer halt hier vorne das. Aber sonst, dann haben wir die Sturmtrooperin noch drin. Wieder typisch für Season 1 Skin. Denkt dran, Season 1 immer gut. Season 1 immer gut. OG. OG. Dann haben wir, oh, neue Lackierung. Wilde Zeichen. Naja. Ah, da
Dafür ist es aber doch ziemlich strukturiert, diese wilde Zeichnung. Hier vorne nur und hier hinten das Muster verwischt in dem Rosa. Das ist die wilde Zeichnung. Ist auch keine Struktur drin. Nein, ist eine wilde Zeichnung. Ja. Dann haben wir Sternenstab. Doch, Sternenstab. Ich weiß gar nicht, macht der jetzt immer noch zu viel Schaden oder nicht? Weil der hatte doch mal, ich weiß gar nicht, 40 Schaden gemacht pro Schlag oder mehr sogar. Das war ja dann der OP-Stab im Prinzip. OP. Okay. So, dann unendlicher Depp. Wird noch kommen, aber erst später. Die Musik geht eigentlich auch auf jeden Fall klar. Ich sehe jetzt erst. Da sind mir noch die Likes angezeigt. Eieiei. Der geht definitiv klar. 15 Minuten, danach kannst du in die Ehrenanstalt gehen. Und dann haben wir noch. Genau. Hier sieht das alles irgendwie cool aus. Definitiv. Was das ausmacht, wenn das eine Person macht, mit der man irgendwie eine andere Verbindung hat. Statt einfach so 0815 Skin. So, dann haben wir hier hinten natürlich noch das Paket, ist immer noch im Shop. Ah, ganz ehrlich, ich sag ja, ist nicht schlecht, jetzt rennen noch einige damit rum. Aber ich glaube, das war wieder so typisch, ganz ehrlich, das war so typische Geldmacherei. Erst haben sie das Paket rausgebracht, zwei Tage später kommt das hier. Nochmal 2000 V-Bucks, wisst ihr, wie ich meine? Erst kommt hier ein relativ gutes Paket und danach direkt noch eins. Also das war so richtig, jetzt kassieren wir ab. So, wir gehen nochmal gerade hier ganz schnell die Stile durch. Ah, wir haben es ja jetzt schon dreimal gesehen. Ist halt wirklich Geschmackssache. Also meine Skins sind es wirklich nicht. Da habe ich auch wirklich nicht lange überlegt. Und habe direkt gesagt, nö. Gut, hier die weiße Variante, die wird schon spielen, aber sonst... Nee. Dann die Wutstreiterin, immer noch top. Also jeder, der mich immer fragt, wie gefällt dir die 800 V-Bucks Skin? Wenn einer ein bisschen vernünftig aussieht, holt euch ihn. 800 V-Bucks Skins, man, es gibt gute, es gibt aber auch normale, sagen wir mal. So, dann denkt dran, vergesst nicht meinen Creator-Code einzutragen, yt-familyhack. Abfahrt. So, dann erstmal danke an all die, die nur wegen dem normalen Shop hier sind. Wir gehen jetzt ganz schnell rüber in Rette die Welt. Ihr kennt das Spiel schon und Abfahrt. Dazu muss ich direkt schon sagen, heute leider keine V-Bucks-Aufgabe. Wir wurden gestern wieder verwöhnt, haben eine V-Bucks-Aufgabe bekommen, jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder eine Woche überhaupt keine. Das ist schon ein bisschen belastend. So, dann schauen wir mal, wie weit wir sind. Na komm, Ladebildschirm, gib Gas. Wir haben keine Zeit, ich muss arbeiten. Ja, mal 7 Uhr soll ich da sein. Kappa. Wie viel Tag bin ich jetzt drin? Die Zeit will ich jetzt gerade noch haben. 171 Tage. Davon habe ich noch ein paar weggelassen. So, hier direkt Forschung. Nicht, dass ich wieder vergesse. So, dann gehen wir direkt mal rüber in den Lama Shop. Das wäre so ein Lama, das wird sich definitiv der Herr Schleuderaffe kaufen, weil du bekommst einen, Mann, einen, genau, mythischen Belebenden. Das ist natürlich echt, ja, was bekommen wir hier? Ne, hier gibt es nur Helden. Gucken wir gerade mal hinten nochmal, Mini-Mond-Lama, hat schon nichts getan. Oh, der Liebesranger ist jetzt da. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt habe. Oh, und die Herzensbrecher. Ah ja. Die habe ich aber definitiv nicht. Die muss gekauft werden. Muss ich doch mal wieder ein bisschen Rette die Welt spielen. Oh Gott.
So, aber sonst hat sich eigentlich hier nicht viel verändert. Ihr habt ja jetzt selber gesehen, der Liebesranger ist halt jetzt im Eventshop mit drin. Hier hat sich immer nichts geändert. Ich sage hier, so viele Helden waren hier noch nie. Hier hat sich auch nichts getan. Das tut mir leid. Ich kann Donnerstag umstellen. Ihr seht ja, so viel habe ich jetzt nicht gekauft, weil mir einfach wirklich das Geld fehlt. Wenn man nämlich wirklich kaum Rette die Welt spielt, kriegt man ruckzuck Probleme, wenn man irgendwie im Shop aktiv ist. Aber dann würde ich sagen, bis nachher. Ich schätze mal, heute werden wir auch Level 100 voll kriegen. Und in dem Sinne sage ich jetzt einfach mal, haut rein.